Recht herzlich willkommen zur sechsten Folge von Simotrans mit dem Pack 128 German. Ja, wir sind hier zugange und ja, ich hatte dann gedacht, wir könnten was anderes machen, habe aber mal so zwischendurch geguckt und das Problem, was ich sehe, ist das, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Stahl gehen, dann haben wir Schleppkähne, wenn wir auf Stahl gehen. Nur mal jetzt kurz gucken, ich habe gar nicht bei LKWs geguckt, vielleicht geht es ja mit LKWs. Oder mit Zügen. Also Stahlkähne sind da, aber diese Kähne, ne? Heißt doch Kähne, ne, oder? Wo steht das? Keine Ahnung. Schleppkähne, da oben drüber steht's. Aber diese hier, ne? Wir haben ja so einen schon mal gekauft gehabt. Und wenn du jetzt die Schleppkähne nimmst, dann war nichts mit Anhängen, ne? Das wäre schön gewesen. War es aber dann. Okay. Also, das ist auch erledigt. Wassermäßig brauchen wir schon gar nicht mehr sozusagen drüber nachdenken, ne? Den haben wir jetzt verkauft. Ja, haben wir hier auch noch einen sitzen. Der hat sogar schon was drauf, Gerste und sowas. Ist die Frage, was wir mit dem machen, ne? Der sollte ja eigentlich hier rüberfahren. Dorthin, da steht auch einer und wartet. Tja, solange der da steht, kostet er nichts, ne? Solange der andere da steht, kostet der, glaube ich, auch nichts, ne? Dann ist das eine Nullnummer eigentlich. Wird nur alt. Ja, müssen wir erstmal lassen, denke ich. So, dann hatte ich das, wie gesagt, noch nicht mit dem. Aber wir haben ja hier schon ein Depot für Fahrzeuge. Dann können wir gerade gucken, LKW. Und was brauchen wir? Stahl, Schrott brauchen wir, Erze brauchen wir auch. Ah ja, Eisenerz. Ah, da gibt es sogar Fahrzeuge für. Der Anhänger kann auch alles, das macht mir Sorgen. Schüttgut, Außendienststellung Dezember. Okay, dann würde ich noch gerade gucken, ob da Stahl bei ist. Ach, Kohle brauchen wir auch, sonst funktioniert das nicht. Das ist auch Schüttgut, müsste also auch mit dem LKW zu schaffen sein. Und dann haben wir noch Schrott. Stahl, der war da. Ach, das ist ein anderer LKW. Gut, der geht aber auch. Hatten wir dann schon Schrott? Ne, Schrott ist direkt da drüber. So, und das ist der Schrott, Kohle, Stahl. Und dann brauchen wir noch, sag schon, Maschinenbauteile oder wie, was kommt dabei raus? Maschinen kommt dabei raus. Okay, das würde bedeuten, wir kriegen es auf jeden Fall mit einem Fahrzeug hin. Also mit einem LKW. Fahrzeuge sind es alle, ne? Und dann müssen wir nur gucken, ob wir es vielleicht noch mit dem Zug noch was schaffen. Das sollte aber eigentlich auch machbar sein. Hier ist unser Eisenbahndepot. Diesel, Druckerfarbe, Eisenerz. Ja, da gibt es lauter Loks, gibt es auch Waggons. Sieht gut aus. Kohle sollte auch funktionieren. Na, das war der Hopfen, der würde sogar gehen. Kohle sieht auch gut aus. Schrott und Stahl. Schrott. Geht da auch mit. Und Stahl gibt es auch Wagen für. Gut, da können wir also die Produktion auf jeden Fall auch noch machen, ne? Ja. Ah, das Baggerballett da. Gut, das würde bedeuten, hier oben ist das alles, meine ich. Das war ja jetzt die Tierverwertung. Ne, Tierfuttererzeugung, nicht Tierverwertung. Obwohl das ja Tierfutter dann auch wird, ne? Ist ja auch so krass. So, da haben wir hier die Eisenerzbude. Ne, der Stahlwerk. Die Maschinenfabrik liegt weiter oben. Warte, wir können mal rauszoomen, dann sieht man das. Da ist das, das. Da gibt es noch eine zweite, die ist, glaube ich, auch da. Ach so, das machen wir besser über der Karte, ne? Habe ich schon mal angehabt, geguckt. Hier Maschinenfabrik lädt darüber. Das auch. Und wen haben wir da? Im Baustoffhandel? Ne, der wäre jetzt nicht interessant. Ich glaube, hier ist das Erz, was zum Stahlwerk kommt, zu beiden auch. Passt also auch. Was war das? Kohlekraftwerk, das ist nicht. Und hier ist eine Raffinerie, das wird auch funktionieren. Ach, hier oben ist die Kohle. Genau, da. Das funktioniert also auch. Das würde bedeuten, man kann auf jeden Fall was machen in dieser Hinsicht. Das ist hier noch ein Chemiewerk. Man könnte also hier von der Kohle über die Maschinenfabrik hier runter zum Chemiewerk und dann da mit dem Zug anbinden. Und dann noch hier das Erz rüberbringen. Also so ein L würde ich mal sagen. Das sollten wir vielleicht mal in Angriff nehmen, oder?
Dann könnte man. Ah, da sind noch zwei Städte, ne? Machen wir zu. Aber das bringt es nicht irgendwie so, die mit dem Zug anzubinden, richtig. Höchstens hier rüber dann, ne? Aber das ist die Maschinenfabrik, die dann wieder interessanter wäre. Aber das würde dann ja irgendwann mit dem Bus auch funktionieren und dann mit dem Zug weiter. Ja, dann denke ich mal, machen wir hier weiter. Gleise dran, ne? War das hier das Richtige? Ja, ne? Eisenbahnbauwerkzeuge, ja. Das würde jetzt hier so. Okay, schlecht sein. Machen wir gerade nicht. Lass uns nochmal genau überlegen, wie wir da fahren. Das Chemiewerk wollen wir mitnehmen. Ah, da ist auch ein Baumarkt, so ist nicht. Also, aber die Maschinen müssen mit dem Zug gebracht werden und hier lang geht's auch. Würde ich jetzt tendenziell sagen, wir fahren so. Dann darum. Warum man das jetzt wieder nicht macht, weiß ich nicht. So. So. Würde ich jetzt bis dahin machen. Ist die Frage, ob wir jetzt hier noch im Bereich des Machbaren sind. Da. Nö, ist einer daneben. Auch schön. Das bedeutet, wir müssen noch weiter rüber gehen. Ja, das ist doch gut so, oder? Nach dahin. Fahren wir weiter runter. Das will er dann schon wieder nicht mehr. Dann würde ich den eigentlich hier nebenher ziehen, weil wir da runterkommen. Das sieht gut aus, oder? Und ja, er fährt dann da drüber tatsächlich, was ich aber nicht möchte. Ja, da ist nicht verbunden. Hier ist dann auch End. Gut. Ja, war jetzt doof. Ja, okay, kein Problem, da können wir den Lokschuppen hinmachen, ne? Obwohl wir bei der Kohle anfangen, ne, das wäre eine Leerfahrt, die wir haben. Der Lokschuppen kommt nach oben. Definitiv. Wenn, dann würde ich ihn eher hier noch hinsetzen, wie da oben, aber, ne, oder? Spielt's eine Rolle? Nein, spielt keine Rolle. Da kommt er hin jetzt und fertig. Ne, da ist ganz schlecht, weil da kommt der Bahnhof hin. Das Gleis kommt da bitte schön nochmal weg. Weil da kommt der Bahnsteig hin. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das machen wir später, nicht jetzt. Oh, da ist auch eine Verbindung, die sehe ich gerade. So, jetzt hat das. Also, ja, shit, falsche Taste, ne? Kennen wir schon, mache ich immer gerne. 1, 2, 3, 4, 5. Und wo ist er? Da ist er. Achso, wir müssen sowieso noch zum Erzbergwerk und das lag hier, ne? Muss ich gerade gucken, ob es das ist. Ja, das heißt, wir müssen da noch rum. Wie weit ist denn das hier runter? Oh, das ist eine ganze Ecke runter, ne? Also mal schauen. Hier geht es eigentlich hoch, ne? Warte mal. Der Bereich wäre auf jeden Fall da auch gegeben. Gut, dann machen wir es gerade hoch. 1, 2, 3, 4, 5 passt. Gut. 4, 5. Okay. Der fährt dann da runter. Alles gut. Und dann müssen wir da irgendwo anschließen. Ist auch super so, oder? Hier müssen wir noch was zurückbauen.
Und schon sieht super aus, oder? So. Jetzt nach da oben. Lokschuppen machen wir immer noch nicht. Den wollte ich eigentlich nicht hier hinbauen, einfach aus dem Grunde, weil dort das zweite Gleis irgendwann mal kommen könnte. Aber nach hier stört das noch keinen. So. Und dann bauen wir den ersten Zug dafür, oder? Loks. So, dann brauchen wir günstig und kraftvoll, ne? 1,88 bei 809. War das 1,88? Ja, tatsächlich. Der hat 1000 bei 1,03 Euro. 1600 bei 2 Euro. Das ist teuer. Das ist ein Tender. Das ist teuer. Der fährt rückwärts. Das ist eine Doppeltraktion oder irgendwie sowas. Ist aber auch zu teuer. Zu teuer. Zu teuer. 2,6 bei 1600. Ja, ich glaube, diese hier ist es erstmal, ne? Fährt 80 und die fährt 130. Wir fangen damit an. So, was für Waggons? Gute Frage, ne? Mischen wir, oder? Brauchen wir erstmal was für Kohle. Und das Restliche war, glaube ich, alles. Alles war Dingens. Dieser hier, der konnte alles. So, dann werden wir langsamer. Haltzuglänge ist 69, 72. Ich glaube, das machen wir so auch noch, oder? Wenn wir noch dran hängen. Ne, lassen wir. So, dann der Fahrplan. Der fährt von dort. Mit 100% Ladung natürlich. Das war rechts, ne, oder? Nein, das war links, wie immer. Dann, schade, das war jetzt nicht möglich. 100% brauchen wir da also. Jetzt muss ich die Karte anders verrücken. Ne, ist klar. Super, ne? Die linke, rechte Maustaste. Den bringt er erstmal nach da. Dann fährt er nach da. Dann kommt er wieder zurück. Nach dort. Dann haben wir Kohle, dann haben wir Erz. Der Schrott fehlt uns noch, fällt mir gerade so auf. Den müssen wir auch noch irgendwo herkriegen, ne? Der muss 100%. Kommen wir mal erstmal da eine neue Linie raus. Und dann nennen wir Maschinen. Ach, guck mal, Maschinen. Da fehlt uns noch ein Anhänger für die Maschinen. Nicht nur für den Stahl, ne? Naja. Den machen wir so. Und so. Das heißt, der Linie 5, weil das mit den Maschinen wieder nicht geklappt hat. Ich verstehe es nicht so ganz, aber egal. Entschuldigung. Leicht erkältet. Hört man auch in der Stimme. So. Jetzt fehlt uns noch der Schrott. Der war, glaube ich, da rechts irgendwo. Den habe ich gar nicht mit eingeplant. Das war nicht. Das ist ein Baustoffhandel. Nee, wo war der Schrott? Hier rechts war noch ein Stahlwerk, ne? Genau, wo kommt der Schrott dann weg? Der war hier irgendwo auch, ne? Da ist er, oder? Nee, das ist das alte Kohlekraftwerk. Oh, da muss ich nochmal ganz schnell gucken. Beim Stahlwerk, wo das wegkommt. Das Stahlwerk kriegt den Schrott von zwei Schrottplätzen. Der eine ist da. Wäre total aus dem Weg. Und der zweite ist noch schlimmer.
Der eine ist schon aus dem Weg, dann ist noch schlimmer wie der andere. Ja, aber hat keinen anderen Sinn, ne? Da muss man dahin. Wo ist die nächste Anbindung? Hier über das. Müssen wir da oben rum. Tja. Ja, sind wir noch nicht, ne? Würde aber Sinn machen, dann hier rüber zu fahren, oder? Ja, klar, da dran vorbei her. Den Schrott da unten weggeholt. Da ist der Schrottplatz. 1, 2, 3. Nummer 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt ziehen wir den so diagonal darüber. Gucken wir weiter. Hier müssen wir irgendwo rauf, aber nicht an der Stelle, da ist gerade schlecht. Da kommen wir hoch. Haben wir da weiter vor. Lag da noch was auf dem Weg. Da wäre noch was gewesen und da, aber das machen wir nicht. Dahin. Ich weiß jetzt nicht, ob angeschlossen. Ist nicht angeschlossen. Davor ist auch noch eine Lücke. Ja. So. Dann würde ich sagen, von hier aus am Städtchen hier vorbei. Hier so diagonal gerade. Und 1, 2, 3, 4, 5. Passt. Und dann wieder so. Und das war hier irgendwo. Machen wir mal da. Dann müsste es fast so klappen, ne? Tut's auch. Gut. Das bedeutet, wir haben zwei Züge, würde ich mal sagen. Hier machen wir einen Umschlagplatz vielleicht raus. Dann müssen wir dem aber noch Maschinen durch die Gegend fahren lassen, ne? Dann kommt der weg. Der auch weg, würde ich sagen. Oder? So, welcher ist für Maschinen? Ne, warte mal, die Maschinen müssen wir gar nicht transportieren. Die werden hier verkauft. Das ist Quack, was ich gerade sage, oder? Einmal gucken. Ach, der Baustoffhandel kriegt die. Und da kommen wir ja glücklicherweise auch gerade vorbei, ne? Hat ja auch gut geklappt dann. Das bedeutet, der erste... Ja, vier. Vier reicht auch. Gut, lassen wir ja so. Der erste braucht das gar nicht. Es braucht nur der zweite Zug. Und dann machen wir da wieder einen mehr davon dran, ne? Und das passt. Maschinen machen wir daraus nicht, sondern da machen wir den Stahl raus. Ach komm, lass das mal hier gerade so sein. Das funktioniert sowieso irgendwie nicht. Gehen wir in die Linienplanung. Maschinen, da ist er. Linie ändern. So. Das fährt da lang, da lang, da lang, da lang. Der muss auf jeden Fall, wenn er von da oben, von der Kohle kommt, hier vorbei fährt, muss er auf jeden Fall was laden, ne? Und da können wir das Problem haben, wenn er hier oben alles voll Kohle macht, dass es nicht klappt. Lass das erstmal so. Fährt, da müssen wir ein Einfügen machen, fährt den an, fährt dann zum Stahlwerk runter, dann fährt er zum Erzbergwerk, dann wieder zum Stahlwerk. Und wenn er beim Stahlwerk war, soll er wieder zurückfahren. Ja,
Hier hin. Und dann wieder zur Kohle, das ist an erster Stelle. Der Fahrplan müsste passen. Und dieser Zug kann starten. Fährt er irgendwo los? Ja, da, den beobachten wir natürlich auch dann. Der fährt natürlich gleich sofort in die falsche Richtung. Passt, ne? Ist klar. So, dann brauchen wir noch eine zweite Linie mit einem zweiten Zug. Dann müssen wir gleich gucken, dass wir noch Signale setzen. Was haben wir hier für schicke Linien? Gar keine. Linie ändern. Können wir löschen. So, und das ist so, dass wir jetzt von dort nicht losfahren, sondern von da. Ne, lass mal, das ist schon, lassen erstmal hier losfahren, da kommt er sowieso vorbei. Ah. Da kommt er sowieso vorbei. Was ist jetzt los hier? Hä? Ein Auto halt. Gut, dann haben wir da schon mal eine schöne Linie, die über ist, ne? Da müssen wir hin. Zug mixt und Maschinen. Maschinen ist geklärt, das heißt neue Linie. So, der fährt von da los. Fährt dahin. Oh, da müssen wir noch einen Bahnhof bauen. 1, 2, 3, 4. Machen wir gleich 5. Dann soll er da anhalten. Dann fährt er weiter zum Stahl. Und da muss auch noch ein Bahnsteig hin. 2, 3, 4. Und dann da ein und da rein. So, dann wieder zurück. Kriegt er den Schrott mit. Den kann er dann noch hier lassen. Und fährt dann weiter. Hier muss er eigentlich gar nicht anhalten, weil hier kommen nur die Maschinen hin. Das wäre also Blödsinn. Dann kann er wieder oben bei der Maschinenfabrik anfangen. Gut. So, und das wäre jetzt Maschinen. Stahl. Nee, das war falsch. Da ist richtig Schrott. Passt. Und das andere ist jetzt umzumünden, machen wir auch Kohle. Maschine. Stahl. Und Erz. Fertig. Passt. Gut. Okay, dann müssen wir dahin und einen neuen Zug erstellen. Da müssen wir also doch nicht hin. Der ist ja schon hier, der ganze Plan. Lok, diese und Waggons dran, ne? Wir brauchen einen Stahlanhänger, weil wir vom Stahlwerk was kriegen. Und reicht da einer? Gute Frage, ne? Der andere hat Lok 2. Machen wir so. Nummer 3 davon. Jetzt brauchen wir noch was für den Schrott. Und was? Na, ist sowas falsch gelaufen, wollte ich gerade sagen. Der Schrott sieht doch wohl nicht so aus. Ach, das geht im gleichen. Okay, dann würde ich sagen so. Und dann kriegt er noch einen Fahrplan. Maschine, Stahl, Schrott. Ach so, nee, dann machen wir den wieder weg, weil wir müssen die Maschinen noch transportieren zum Baumarkt. Oder Baustoffhandel. Maschine. Stopp, da waren wir schon zu weit. Und die kommen hier rein, und zwar 12 Paletten, 12 Paletten. 1,54, 78.
78. 91, 14 Paletten. Na, nehmen wir den erstmal. Okay, und dann auf diese Tour, das passt. Und lassen einfach starten. Und dann gucken wir uns den auch gerade an. So, er da oben hat Tonnen von Shit gut geladen. Und die Linie können wir gleich ändern, einfach aus dem Grunde, weil da wahrscheinlich 100% draufsteht, die er nicht erreichen kann, weil er die anderen Waggons nicht vollkriegt, ne? Das ist der, ja. Irgendwo muss 100% stehen. Da alle mich. Die kannst du gleich wegmachen. Bringt's nämlich nicht. So, jetzt sollte er auch dann fahren. Macht er auch. Gut. So, dann würde ich mal sagen, machen wir gerade schneller. Verfolgen den gerade auch dabei. Hat er weggebracht, nimmt nichts mit. So, Shit gut kommt. Hat er da abgeliefert? Okay. Macht er natürlich eine Leerfahrt, ne? Da hat er Erz geholt, bringt er dahin. Aber das Erz kommt nicht nach da oben, das ist noch ein Problem, ne? So, Kohle wieder geladen. Legt er da ab und fährt weiter. Jetzt klappt das nicht mehr dann. Okay, die Idee war super, aber irgendwann muss es sicherlich funktionieren, ne? So, jetzt ist der Weg besetzt gewesen vom anderen Zug. Müssen wir noch Signale setzen oder läuft so? Ich glaube, es läuft so, ne? So, warte mal. Den brauchen wir gar nicht weiter, aber dann gucken wir uns den mal an, ne? So, der holt auf jeden Fall Schrott. Und den lädt er da ab. Betten. Und fährt mit 0 weiter. Hat da Kohle geholt. Bringt die dahin. Fährt weiter. Und der kriegt kein Erz dann, ne? Das bedeutet, wir müssen da was machen, dass er irgendwie darüber kommt, ohne das immer abzuliefern. Und bei dem anderen auch. Aber, das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. In dieser machen wir das nicht. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.